kehren wir ein letztes Mal zurück in die Nacht des 30. September 1998 und schauen uns an, wie sich Leon Kennedy in seinem zweiten Durchlauf des Spiels im Veteranenmodus tut. Danach haben wir das Spiel dann in allen möglichen Variationen gesehen. Ich werde natürlich wieder schauen, dass ich alles sammeln kann, alles zeigen kann. Die letzten paar Notizen, die uns noch fehlen, werde ich natürlich zeigen. Und ansonsten hoffe ich, dass ich recht gut durchkomme, ohne viel zu sterben. Also schauen wir mal, was in seiner Kampagne anders ist. Niemand da? Haben die mehr Infos auf der Polizeistation. Warte, du bist Cop? Ja, Leon Kennedy. Und du bist? Claire. Claire Redfield. Claire, alles klar? Ja, mir geht's gut. Was ist mit dir? Ich muss weg hier, ist nicht sicher. Geh schon weiter. Ich treffe dich bei der Station. Ich komm hin! Claire, ich hoffe, du hast es hergeschafft. Wie auch schon in Claires B-Szenario fangen wir in dem am Friedhof vor der Polizeistation an. Ah ja, und da finden wir unser erstes Farbband, die ja im Veteranenmodus zum Speichern da sind. Schade, ich hätte gehofft, dass er platzt. Heißt, jetzt brauchen wir ein bisschen Glück. Um den ganzen Zombies jetzt auszukommen, die hier gleich aufwachen. Hey! Claire? Wir sollten aufhören mit diesen Treffen. Geht's dir gut? Polizeihubschrauber. Wie aus dem Nichts? Ja, bestens. Du hast wohl auch keinen Schlüssel. Nein, leider nicht. Ist schön, dein Gesicht zu sehen. Wie schlägst du dich? Ich halte irgendwie durch. Höllische Nacht, was? Ja. Was von deinem Bruder? Ja, tatsächlich. Er ist... Gerade wenn du denkst, es kann nicht schlimmer werden. Leon, du solltest gehen. Sorg dich nicht um mich. Bring dich einfach in Sicherheit. Nein, Leon, wirklich. Die sind gleich durch den Zaun.
Bitte, geh schon! Wir schaffen das. Beide. Sehr optimistisch, Leon. Hoffen wir, du behältst recht. Geputz dir nicht deine Jacke ab. So, da haben wir natürlich den Bolzenschneider. Ah ja, und er bekommt eine M19. Na, sehr nice. Ah ja, und hier kriegt er seine Uniform. Nicht gerade, wie ich mir das vorgestellt hatte. Tja. Wir nehmen natürlich wieder das unendliche Kampfmesser mit. Das ist praktisch, das brauchen wir. Ansonsten von den anderen Modellen, von den Samurai Edges hier, ist es nicht sinnvoll, jetzt eine mitzunehmen, weil wir kriegen ja im B-Szenario hier kaum normale Munition, außer wir stellen sie uns durch Schießpulver her. Sprich, wir sind ja auf die M19 jetzt angewiesen. Na, mal schauen. Oh, ich schieß gleich mal fünfmal daneben. Oder nicht die Granate, bitte. Die brauche ich gleich etwas weiter oben. Denn das ist nämlich die einzige realistische Möglichkeit. Ich schaffe das. Da durchzukommen. Holy shit, da stand ja noch eine. Oh mein Gott. Puh. Die hat mich jetzt auch glatt überrascht, die Gute. So hatte ich mir meinen ersten Tag nicht vorgestellt. Ja. Das glaube ich dir aufs Wort, Leon. So. Da kommen wir dieses Mal nicht durch, ne? Oder? Ist da... Doch, da ist auch offen. Die ausgerissene Seite. Tatsächlich. Hier ist schon offen. Wir kommen mit ihm ja sowieso hier wieder rauf aus dem Keller. So, Schrotflintenmuni brauchen wir einstweilen nicht. Den Hofschlüssel können wir weggeben. Drehen wir mal das Licht auf hier. Blaues Kraut.
man kriegt in diesem Spiel wirklich viel zu viel blaues Kraut. Du brauchst es im Endeffekt nur bei den erwachsenen G's, wenn die ihre Babys spucken und dich die Babys dann vergiften. Oder halt die erwachsenen G's selber vergiften. Aber ansonsten brauchst du die blauen Kräuter nicht. Vor allem ganz am Ende vom Spiel. Kurz vorm Endgegner kriegst du x-mal blaue Kräuter und ich weiß nicht wieso. So, ja, das Messer brauchen wir auch nicht. Ich habe das Gefühl, Leon rennt schwerfälliger als Claire. So, okay, holen wir uns aber noch da den Stuff am Klo. Sehr schön. Und eigentlich müsste... Ah ja, hier drinnen ist natürlich auch noch was. Munition. Auch hier einmal bitte Licht. Hat er mich jetzt von da drinnen angeschrien, der Typ? Sowas. Nice. Und da platzte der Zombie-Kopf. Nein. Nein, die nehme ich jetzt nicht mit. Muss sowieso x-mal hin und her rennen, um alles einzusammeln. Kriege ich eigentlich ein grünes Kraut bald mal? So, was ist denn hier eigentlich noch alles? Ja, die Okay, nehmen wir die Blendgranate vielleicht doch mit. Dann haben wir was zum Verteidigen. Neben dem Messer halt. Okay, lasse ich auch inzwischen. Dein Vorgesetzter müsst hier irgendwo als Zombie herumrennen. Ach ja, übrigens, wie wir es mit Claire, das B-Szenario, gespielt haben, habe ich ganz vergessen, mir hier den Computer anzusehen. Irgendwas sagt mir, er ist kein Cop. Weil da hätte man nämlich gesehen, dass der gute Mr. X jetzt schon ins Polizeirevier hineinkommt. Ach, da ist ja unser Marvin. Wie cool Leon die Waffe schräg hält, mit einer Hand. Bleib liegen, Marvin.
So, okay. Holen wir uns doch gleich das Löwenmedaillon. Wenn wir schon hier sind. So, was war denn das? Glaub, das war das. Und ich hoffe, dass das jetzt nicht vom ersten Durchlauf ist. Ah, Gott sei Dank. So, und da haben wir auch das Notizbuch. Gut, weiter. Hier kriege ich grünes Kraut, sehr schön. So, jetzt durch den Gang langsam. Mhm. Was zum... Hallo. Niemand da. Du hast nichts gehört. Ah, leider müssen wir mit Leon hier noch einmal in diesen Gang hinein. Der Ereignisbericht und die Karte. Sehr schön. So, und damit ist genau das Teil auch überflüssig. Machen wir das jetzt am blödesten. So, genau. Ja, den Schlüssel kriegen wir nicht. Scheiße. Ich mag Leons Anfangswaffen wirklich viel, viel mehr. Viel mehr Schuss im Magazin. Bleib liegen. Und stirb endlich. Meine Güte. So, ja, gehen wir da gleich rein und holen uns die Taschenerweiterung. Okay, da in dem Spind ist auch noch Muni. Und er lädt halt so viel schneller nach als Claire. Hallo? Oh, nein, nein, nein. Man legt dich hin! Ich hab dem jetzt ein ganzes Magazin in den Kopf geballert. Jesus. Also manchmal frage ich mich echt. Und er war eigentlich noch nicht mal tot. So.
So. 9. 15. 7. Jawohl. Und die erste von 3 Erweiterungstaschen. Leider ja nicht sehr viel. So, dich lassen wir inzwischen mal hier liegen. Weil wir brauchen unsere Munition für die 3 oder 4, die jetzt da kommen. Sehr schön. Ja, und du fallst natürlich hier jetzt darunter, ne? Egal, wenn du liegst, ist es mir recht. Denn? Ob du, oh, hier unten schon. Okay. Was zum? Oh, sehr schön. Okay. Also, das können wir mal weglegen. Das können wir weglegen. Das können wir weglegen. Das können wir weglegen. Gut. Und das können wir eigentlich auch weglegen. Ach ja, genau, die Kräuter. Farbbänder und Schießpulver. Okay, damit hätten wir hier herinnen eh auch schon alles. Sehr schön. Oh, da draußen habe ich ja ganz noch Munition vergessen. Der Typ hat ja noch Muni. So, gehen wir rauf, holen uns den ersten Kartenschlüssel. Welcher ist es denn eigentlich? Der Karo? Nein. Oh, da können wir natürlich auch schon ein paar Dinge aufmachen. Hier das Kästchen zum Beispiel holen. Die Anleitung für den Traktorensensor und auch alles mögliche aufmachen. Auch wenn es uns noch nichts bringt. Blump. Okay, soll ich die Schrotflintenmuni gleich mitnehmen? Ja, warum nicht? Dann haben wir sie. Und da noch das rote Kraut. Gut. Ah, und hier ist jetzt natürlich einer. Oh, die Köpfe platzen heute aber schön. So, und da müsste noch Magnum-Muni drinnen sein, ganz genau. Die werde ich jetzt aber einstweilen liegen lassen. Sonst habe ich keinen Platz.
Der Peak-Schlüssel ist es. Ich glaube, das habe ich schon einmal falsch gesagt. Ups. So, die Licker-Notiz. Nicht vergessen. Da haben wir noch Schießpulver. Soll ich das jetzt gleich mitnehmen oder lieber die Bretter? Ich nehme lieber die Bretter mit. Obwohl. Nein. Ich nehme dann das rote Buch von unten. Das rote Buch, aber zuerst das Medaillon. Meine Güte! Hör halt auf, so herumzueiern! Okay. Jetzt wird's peinlich. Was zum Teufel? Oh Mann. Der eine Schuss hat jetzt gefehlt, ne? Der platzt wenigstens schön. Liegen bleiben. So, und holen wir uns das zweite Medaillon noch. Das waren die Zwillinge, die Waage und das Würmchen. Sehr gut. So, hier müsste eigentlich nur noch eine junge Dame sein, da oben. Mhm. So, und ich gehe jetzt einmal speichern. Und wir sehen uns dann hier wieder im nächsten Part mit Leon Kennedy, dem Veteranen-Rookie. Bis zum nächsten Mal bei Resident Evil 2. Keep gaming.